Das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man aufmerksame Hunde hat. Die merken, wenn man sich von ihnen distanziert, um irgendwas anderes zu machen, und sind dann direkt so, oh, stopp mal ganz kurz, könnte man hier was verpassen? Und ich sag's euch ganz ehrlich, was gibt's Geileres, als so ein harmonisches, ausgeglichenes Zocken von seinen Hunden anzugucken? Vor allem ist halt mittlerweile das Gemütliche, dass ich mir ziemlich sicher bin, schon bereits nach einer Woche jetzt, dass die ganzen gegenseitig ihre Grenzen echt gut abstecken und ich da eigentlich gar nicht eingreifen muss. Guck mal, wie Abby sie gerade angestupst hat. Mach weiter, los jetzt sofort. Ich habe dich nicht umsonst im Tierheim mitgenommen. Du sollst dich nützlich machen. Los, beschmaße mich. Aber Freunde, mal Butter bei die Fische. Vor einer Woche hätte ich hier noch deutlich weniger gutes Bauchgefühl gehabt, die einfach machen zu lassen. Hätte noch viel genauer drauf geguckt, na, wo würde ich vielleicht mal abbrechen. Hier, finde ich, ist das Ganze komplett fein. Es gibt keinen Grund, das zu unterbrechen. Klar, könnte man zu Erziehungs- und Trainingszwecken immer mal machen, aber sehe ich jetzt gerade nicht die Notwendigkeit. Ich finde, das hat sich alles wundervoll eingepegelt. Ihr fragt ja immer, wie man die Hunde unterscheiden kann.